Hallihallo. So, 1. April, das heißt Geburtstagsmarathon-Geschenke startet jetzt. Und wir haben eine ganz große Tüte gerade hier eingekauft bei Baby One und auch schon bereits eingepackt. Ja, das ist der erste Teil unserer Geschenke, die wir dem kleinen Noah schenken. Und da könnt ihr mal einen Blick reinwerfen in diese ganze Geschenketüte. Und das ist noch nicht eingepackt, beziehungsweise packen wir auch nicht ein. Das zeige ich euch jetzt mal. Lustig, ne? Back, back, back. Ja, also der erste Geburtstag ist ja was ganz Besonderes und den muss man ja ganz groß zelebrieren. Der Kleine schläft gerade, hat aber auch lustig gemeckert, während wir da eine halbe Stunde lang Geschenke eingepackt haben. Die ganze Zeit. Wenn der gewusst hätte, dass das seine Geschenke sind, hätte er bestimmt gar nichts gesagt. Ja, am besten ihr fragt mal eure Eltern, was ihr zum ersten Geburtstag geschenkt bekommen habt, weil die werden sich auch alle ordentlich ins Zeug geschmissen haben. So, weiter geht's. Jetzt kannst du die Kamera ausschalten, wir müssen jetzt in den nächsten Laden. So, meine Lieben, jetzt ist es soweit. Unser Kleiner feiert seinen allerersten Geburtstag. Absolute Weltpremiere für uns. Ja, also wir sind ganz, ganz stolz, dass der Kleine jetzt ein Jahr alt ist und dementsprechend gibt es eine ganz große Party hier bei uns zu Hause. Und ich stecke gerade inmitten der Vorbereitungen und bin am Kuchenbacken, ja. Und jetzt sind die ersten beiden Kuchen schon fertig, eine Kastenform und eine runde Form und die hole ich jetzt mal raus. So, das sind die beiden Schokoladenkuchen und was ich genau mit diesen beiden Kuchen machen werde, das werdet ihr sehen, wenn die ausgekühlt sind und ich die bearbeitet habe. Und ja, das wären richtige schöne Kindergeburtstagskuchen. Und das ist ja noch nicht alles. Die Mami macht auch noch irgendwelche Muffins. Dann macht die Mami noch eine Käse-Sahne-Torte. Denn die Käse-Sahne-Torte ist eher eine symbolische Torte. Denn an dem Tag der Entbindung habe ich vorher ein dickes, fettes Stück Käse-Sahne-Torte gegessen. Mit meiner Mama zusammen und meinem Mann zusammen. Während ich dann noch irgendwelche Wehen veratmet habe. Und ja, deswegen wird es jetzt jedes Jahr zu Noahs Geburtstag eine Käse-Sahne-Torte geben. Ja. Und dann werde ich euch gleich erstmal die ganze Dekoration zeigen, was wir uns alles so ausgedacht haben. Und es bleibt wie immer spannend hier bei uns. Dann bis später. Tschüss. Ja, und da oben seht ihr auch schon einen kleinen Teil der Deko für Noahs Geburtstag. Und da drüben haben wir auch so witzige Pompons in den Farben Türkis und Weiß. Die Dinger sind echt schwer, aber die sind ganz einfach aufzubauen, weil die haben so Klettverschlüsse innen drin. Und die sind dann so geschlossen, werden die dann verkauft und dann klappt man die einmal so auf und dann mit Klettverschluss werden die dann so angebappt. Total praktisch, aber schwer sind die. Also da muss man sich schon ein bisschen was einfallen lassen. Wir haben ja zum Glück so Gardinenschienen da oben, dann habe ich da oben eingehängt und dann halten die auch ganz, ganz gut. Ja, aber ich finde, die Dinger sind noch viel zu wenig und jetzt haben wir uns ganz kurz dazu entschlossen, nochmal zu Ikea zu fahren, weil da haben wir die Dinger her und dann werden wir jetzt ganze Fensterfront voll machen damit. Yes! Hallo meine Lieben, willkommen zu Fit and Food Style bei Linda und heute wird es einen kleinen Geburtstagsbericht von uns geben. Der Kleine schläft gerade und ich nutze jetzt sofort die Gelegenheit und habe mich jetzt einfach mal hier hingesetzt auf das Wohnzimmersofa und hinter mir ist noch so ein bisschen was von der Deko, weil wenn ich jetzt alles hier aufbaue und Lichter und so weiter und hier mit Strom und Kamera aufbaue, dann wird der Kleine wahrscheinlich wach. Deswegen nutze ich jetzt lieber schnell die Gelegenheit. Und erzähle ich euch ein bisschen was über den Geburtstag. Ja, alles fing ja an mit der Dekoration. Wir haben ja jede Menge Deko eingekauft. Die Bilder werde ich euch einblenden. Und ja, dann habe ich am Freitag hier gebacken, was das Zeug hält. Unter anderem eine Arche Noah, ein Arche Noah-Kuchen, dann ein Marienkäferkuchen für den Kleinen. Also so lustige Kindergeburtstagskuchen. Und dann habe ich noch, wie die Gäste sagten, mein Meisterstück gebacken. Und zwar ist das die Käse-Sahne-Torte. Und ja, die war natürlich total lecker. Kein Wunder bei 500 ml Sahne, die da reinkommen. Es war ein wunderschöner Tag. Wir hatten hier sehr, sehr viel Spaß. Wir haben noch hier in einem arabischen Lokal vorher Hackfleischtaschen und Schafskäsetaschen bestellt und Tabule und Hummus und ganz viel Falafel und das haben wir dann einfach aufgebaut in der Küche als arabisches Buffet und da konnte sich einfach jeder, so wie er Lust und Laune hatte, sich dort bedienen. Denn ich muss mich jetzt auch nicht mehr als Gastgeberin beweisen, das glaube ich weiß jeder meiner Gäste.
Weil sonst habe ich immer selber alles gebacken und gekocht, aber mit Baby, da geht das gar nicht. Also alleine schon, da ich so kleine Kunstwerke gebacken habe, war ich echt bis 12:30 den Abend vorher beschäftigt hier. Und weil ich ja auch ständig immer wieder diese Schüssel ausspülen muss und backen muss. Und nach dem Backen muss das ja auskühlen und dann erst kann ich den Kuchen weiterverarbeiten. Und das ging ja alles ganz schön zeitlich, ja, es war sehr, sehr zeitintensiv, sagen wir mal so. Aber nichtsdestotrotz, es war wunderschön und wir sind am Sonntag, also gestern war Sonntag, waren wir total platt. Ich habe noch nachts aufgeräumt und sauber gemacht alles und ja, dann waren wir sogar noch laufen gestern und danach war ich echt sowas von tot. Aber es war echt ganz, ganz toll. Der Kleine hat so schöne, so super süße Geschenke bekommen, unter anderem einen Bobbycar. Und von der lieben Tante Isa und dem Onkel Moritz haben wir so einen super coolen Lenkrad bekommen. Dieses coole Lenkrad ist ein anderes Lenkrad als das Originalteil und das wird einfach oben drauf gesteckt und dann hat das sogar Blinker links, Blinker rechts und auch noch so andere Funktionen wie Hupe und so weiter. Also total witzig. Ja, und mittlerweile schnallt der Kleine das, wie dieses Bobbycar funktioniert und jetzt flitzt er hier auch durch die Bude. Ja, das ist super, super schön und ich finde, der sieht auch total stylisch aus. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Oma Conny und Opa Werner. Und ja, und von der Familie gab es auch viele Gutscheine und schöne Anziehsachen und unter anderem einen Baseballschläger, weil der Kleine ja so gerne hämmert und haut. Da hat meine Mutter so einen Schaumstoff-Baseballschläger aus Spaß mitgebracht. Ja. Ja, und wir haben dem Kleinen natürlich auch jede Menge Geschenke gemacht. Aber das hätte ich mir alles auch irgendwie sparen können. Das waren so viele, auch unter anderem pädagogisch wertvolle Geschichten. Aber ganz ehrlich, das interessiert den Kleinen alles auch gar nicht. Sachen mit ABC und so weiter und Klingeling. Alles eigentlich nur Lärm, Krachmacher. Wobei er eigentlich darauf abfährt. Aber am liebsten spielt er mit dem Fußball. Den kickt er hier durch die Gegend an der Hand von Mama oder Papa. Und ja, oder spielt mit seinem Hammer. Und anlässlich des Hammers, die meisten wussten das ja, haben wir auch richtig cooles Holzspielzeug geschenkt bekommen. Auch mit Holzbällen, die man oben reinsteckt. Unten drunter ist dann ein Glockenspiel und dann haut er mit dem Hammer diese Bälle unten rein. Und dann gibt es immer ein Klingling. Ja, und von den Mausis habe ich auch ein total süßes Armband geschenkt bekommen. Und das zeige ich euch jetzt auch mal. Und das finde ich total süß. Dankeschön, meine lieben Mausis. Das ist so, so, so schön. Ich liebe das über alles. Das ist ganz, 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 ganz toll. Ja, es wurde hier gegessen und geschlemmt und wir hatten viel Spaß. Wir hatten sehr, sehr viele lustige Momente, haben viel gelacht. Dann habe ich mir noch so zwei Highlights ausgedacht. Einmal, wenn die Gäste kommen, dann bekommt jeder einen Stempel und zwar mit einer 1 drauf, auf die Hand, als Eintritt sozusagen. Und das zweite Highlight, was ich mir so überlegt hatte, war, nee, eigentlich drei Highlights. Dann habe ich eine Videopräsentation laufen lassen mit den Bildern von der Schwangerschaft, wie mein Bauch jeden Monat, nee, von Woche zu Woche gewachsen ist, weil ich habe mich immer hier an dieselbe Stelle gestellt während der Schwangerschaft und habe dann von Woche zu Woche Fotos gemacht. Und die liefen dann hier ab in auf dem großen Fernseher und dann Noahs erste Lebensjahr, also mit sämtlichen Meilensteinen und Schritten und Entwicklungsprozessen. Und da sieht man ja extrem die Verwandlung von dem kleinen Neugeborenen bis zu einem Einjährigen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, sehr, sehr schön. Und dann haben wir noch als drittes Highlight, irgendwann mal im Verlauf des Tages, haben wir Heliumballons aufgeblasen. Dann haben wir noch so eine Heliumflasche besorgt vorher, mein Mann. Und dann haben wir hier ganz süße Ballons mit einer 1 drauf. Da habe ich ganz viele bestellt bei Amazon mit einer 1 drauf. Bunt haben wir die dann draußen steigen lassen. Und jeder sollte dann in dem Moment, wo wir die Ballons haben steigen lassen, etwas Gutes dem Noah wünschen für seine Zukunft. Ja, das war ganz süß. Das war ganz, ganz schön. Es war ein ganz schöner Geburtstag. Es war echt ganz, ganz herzlich, sehr emotional, sehr rührend. Unsere Liebsten waren da, unsere Freunde. Und leider konnten ein paar nicht dabei sein, weil doch einige sehr zerstreut in Deutschland leben. Und auch ein Teil meiner Familie konnten nicht kommen, leider. Aber dann holen wir es einfach nach. Dafür gibt es ja auch immer wieder noch Anlässe. Ja,
Jetzt gab es mal endlich mal wieder ein Video von uns. Ich muss auch immer echt gucken, dass der Kleine irgendwie schläft oder irgendwie beschäftigt ist, weil ich momentan irgendwie gar nicht mehr zum Drehen komme, wie ihr leider schon mitbekommen habt. Und ja, weil der läuft jetzt ja auch mittlerweile hier auch viel an der Hand noch, aber er macht auch alleine Schritte durch die Wohnung und das heißt, die Mama ist hier nonstop am Marathon laufen. Ich bin hier wirklich die ganze Zeit im Hin- und Herrennen. Und das habe ich ja auch schon mal erwähnt, der Kleine schläft ja kaum, ne? Der pennt ja maximal so seine 20 Minuten. Und in den 20 Minuten mache ich ja wirklich alles hier. So, unter anderem jetzt gerade hier drehen. Und da wollte ich mal einmal Hallo sagen an euch und euch sagen, Dankeschön, dass ihr mich noch nicht ex-abonniert habt, weil momentan wirklich vielleicht gerade mal ein Video pro Monat kommt. Das tut mir total leid, aber ich versuche das zu bessern. Ich weiß auch nicht wie. Aber ich denke mal, wenn der Kleine nächstes Jahr irgendwann mal im Kindergarten ist, dann gibt es wahrscheinlich jeden Tag ein Video von mir. Nee, aber dann auf jeden Fall häufiger. Ja, also, ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked und mich auch auf meiner Facebook-Seite abonniert und meine Gruppe mit einsteigt. Und ja, und wenn ihr was wissen wollt, schreibt mir das unten in die Infobox oder schreibt mir doch mal gerne, was ihr wissen und sehen wollt. Infos an die meisten von euch da draußen. Es wurde ein Food Diary gewünscht. Das hab ich sogar tatsächlich geschafft aufzunehmen, weil ich einfach immer wieder die Kamera auf mein Essen gehalten habe. Und das bin ich gerade dabei zu schneiden. Und dann werde ich das auch online setzen. Ja, ansonsten, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und wo immer ihr auch gerade seid, macht es gut da draußen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.